Achtung, der ungesicherte Abstieg in Kanalisation, Bunker oder Stollensysteme bringt verschiedene Risiken mit sich. Diese reichen von einfachen Schürfwunden bis hin zum Tod. Zuschauer, die ein Problem damit haben, dass es Leute gibt, die solchen Gefahren kühn gegenüberstehen, möchte ich bitten, jetzt abzuschalten. Speziell meinen minderjährigen Zuschauern rate ich davon ab, das hier Gezeigte nachzuahmen. Allen anderen wünsche ich jetzt viel Spaß mit dem Video. So, wie ihr gesehen habt, habe ich den Einstieg erfolgreich hinter mir. Leider sind wir noch nicht an der Stelle, wo wir ursprünglich hin müssen. Wir müssen jetzt noch circa 2 bis 3 Kilometer hier unterirdisch gehen. Das liegt daran, dass der Weg, der mir ursprünglich beschrieben wurde, unter einer stark befahrenen Kreuzung liegt. Und da wollte ich natürlich ungern einen Gullideckel hochheben und reinklettern, um nicht mich oder andere zu gefährden. Darum müssen wir jetzt mal einen kleinen Umweg in Kauf nehmen. Ich würde sagen, ich melde mich einfach, wenn ich an der besagten Stelle angekommen bin. Ich will ja auch nicht ganz so viel leuchten, dass wir gleich für den Hauptteil noch genug Licht haben. Ich wandere jetzt erstmal eine Runde. Bis gleich. Die Rohre werden jetzt hier auch zunehmend kleiner. Ich muss schon richtig geduckt gehen. Aber wir haben es auch noch nicht mal weit, bis wir gleich den Versorgungstunnel hoffentlich erreichen. Und von diesem Versorgungstunnel soll man dann direkten Zugang zur Bunkeranlage haben. Ich bin gespannt. Es ist einfach gigantisch, dieses Netzwerk an Rohren. Da könnte man schon ein eigenes Video bald drüber machen. Ist auf jeden Fall eine Idee. Also, falls ihr doch mal sowas nachahmt und nachmacht, achtet immer auf eure Sicherheit. Auch wenn es hier nur ein Regenwasserkanal ist, gibt es hier gewisse Risiken. Ich habe zum Beispiel vorher geguckt, dass kein Unwetter naht, weil dann kann das hier unten innerhalb von kürzester Zeit zum reißenden Strom werden. Und das ist dann nicht mehr lustig. Auch hier in der Umgebung gibt es keine weiteren Staudämme, die man aufmachen könnte, dass plötzlich so ein Rohr überflutet ist. Nützt ja nichts, wenn ihr auf schönes Wetter guckt und irgendein Staumeister lässt einen See ab oder so. Dann könntet ihr auch Probleme kriegen. Aber das ist alles hier weit und breit nicht in der Nähe. Der nächste See ist, meine ich, Godelheim, Godelheimer Seen. Aber es sind Baggerlöcher, die können nicht per Stauwehr plötzlich abgelassen werden. Demnach besteht jetzt hier heute keine Gefahr. Ich melde mich, wenn ich in Versorgungstunnel bin. So, wie ihr seht, bin ich nun endlich in den Versorgungsschacht, Versorgungstunnel, ja eher Versorgungstunnel, angekommen. Ich kann gar nicht genau sagen, wofür dieser gebaut worden ist. Auf jeden Fall herrscht hier eine verdammt hohe Luftfeuchtigkeit. Das ist schon, ja. Ich hoffe, man kann überhaupt was erkennen. In den Tunnel wurde hier dann so ein Laufsteg reingebaut. Ich schätze mal, damit die Service-Mitarbeiter hier links von mir laufen Kabel einen besseren Zugang haben. Ansonsten sieht das hier aus wie eine alte Entwässerung. Das ist einfach. Ich liebe solche Bauwerke. Kilometerweise Tunnel.
müssen wir da ein bisschen klettern. Hier links ist ja ganz schön viele Kabel. Und überall haben wir ja solche Vermessungspunkte. Ich habe keinen genauen Plan, wofür die hier unten sind. Klar. Über Tage ist klar, wofür man Vermessungspunkte braucht. Ich habe auch schon in alten Staudämmen gesehen, dass da Vermessungspunkte gibt, und dann werden da Laser angebracht, um zu kontrollieren, ob Bewegung im Staudamm ist. Ich schätze mal, dass das hier unten eine ähnliche Funktionsweise haben, um zu gucken, ob hier durch Erddruck irgendwelche Bewegungen sind. Ist nur eine Vermutung von mir. Ihr könnt es ja in meine Kommentare schreiben, wenn ihr genau wisst, wofür es diesen Tunnel gab und was die Vermessungspunkte zu bedeuten haben. Ja, schön am Glitzern hier. Da müssen wir gleich nochmal richtig sportlich sein, wie es aussieht. Ja, ein Posttunnel glaube ich nicht. Dafür ist es halt, ja, zu klein. Hier können ja liegen keine Gleise, hier kann nicht drin gefahren werden. Hier waren schon Kabeldiebe. Wobei, das sieht so professionell abgeschnitten aus. Das kann auch sein, dass das irgendwas Abgeklemmtes ist. Wobei, da war ein Telefon drauf abgebildet. Das heißt, es handelt sich auf jeden Fall schon um Telefonleitungen hier. Was natürlich wieder auf den Posttunnel schließen wollen, weil Post, Telekom, das hängt ja alles zusammen. Aber vielleicht ist es ja auch nur ein alter Entwässerungsschacht von der Bunkeranlage im Idealfall. Versuchen. Und dann wurden nachträglich da einfach aus Bequemlichkeitsgründen die Kabel drin verlegt. Hier links und rechts haben wir immer mal solche Einbuchtungen. Aber dessen Bedeutung kann ich nicht zuordnen. Eisenbahntunnel zu klein. Vielleicht sollte das auch noch mal früher werden, der nie fertig geworden ist. Aber für einen Kanal auch eine komische Bauweise. Aber trotzdem irgendwie spannend. Es wird zunehmend feuchter, hier steht Meerwasser. Also mengenmäßig Meerwasser. Ich denke nicht, dass es Salzwasser aus dem Meer ist, aber stießt auf jeden Fall wieder auf eine Entwässerung. Und dann wieder ein Messpunkt. Die sind hier in regelmäßigen Abständen. Cool wäre es, wenn das Licht hier noch funktionieren würde. Aber ich habe noch keinen Schalter gefunden. Und wenn, würde ich da, glaube ich, auch in diesem Fall jetzt mal nicht drauf drücken. Nachher lösen wir noch einen Alarm oder sowas aus. Ja, nochmal zur Gefahrenabwehr. Ist natürlich immer zu sicherer mit mehreren Leuten bei sowas reingehen. Das war heute leider nicht zeitlich möglich, weil wir mitten in der Woche haben und ich habe nur Urlaub. Aber dennoch habe ich mich weitestgehend abgesichert, dass ich einen Kollege, der sich hier unten auskennt, halbwegs gesagt habe, was ich vorhabe, in welche Richtung ich gehe, und mir ein Zeitlimit gesetzt, wenn ich mich bis dahin nicht zurückmelde, dass der einen Suchtrupp losschicken kann. Er selbst war noch vor 2 Tagen hier unten. Hier haben wir Notausgangsschilder in beide Richtungen. Könnte darauf schließen, dass wir die Mitte erreicht haben. Er selbst war noch vor 2 Tagen hier unten mit Gaswarngerät, und daher gehe ich das Risiko jetzt mal ein, dass das heute noch genauso gasfrei ist. Klar kann sich sowas auch mit Änderungen der Wetterlage verändern, aber wir haben gleiches Wetter und
Holz fängt jetzt auch nicht so schnell an zu moddern, dass da jetzt von einem Tag auf den anderen plötzlich Faulgase entstehen würden. Und ja, ist kein Abwasserkanal, sondern auch, wo er eben war, nur Regenwasser bzw. ein verrohrter Bach. Da besteht dann die Gefahr nicht so extrem. Trotzdem nicht unbedingt zum Nachmachen empfohlen. Hier fließt das Wasser auch schon wieder richtig. Und da kommt es sogar reingesprudelt. Allerdings fließt das in der falschen Richtung. Zur Entwässerung müsste das ja zur Bach, wo wir eben durch reingekommen sind, hinfließen. Und dann durch die Weser, Richtung Weser abfließen, aber die Richtung passt hier irgendwie nicht. Wobei, wenn wir jetzt die Mitte überquert haben, vielleicht gibt es das gleiche ja auf der anderen Seite auch nochmal. Aber das geht jetzt noch kilometerweise, vermutlicherweise weiter. Ich würde sagen, ich melde mich einfach, wenn ich das Ende bzw. den Bunkereingang gefunden habe und melde mich dann wieder bei euch. Das sind mir hier noch etliche Meters. So, wie ihr seht, bin ich im Bunker angekommen. Wahnsinn. Durch das Loch hier ist der Zugang von unserem Versorgungstunnel. Wurde zum Schluss ein bisschen verbrüchig. Das zeige ich gleich mal noch auf dem Rückweg. Aber hier hat sich dann wirklich einer die Mühe gemacht, mal ein kleines Steinchen rauszustemmen oder sprengen. Keine Ahnung. Und ich bin richtig fasziniert, wie gut das hier unten aussieht. Gut, da hinten sieht es dann wieder nach Klettern aus. Aber hier durch der weiße Farbe brauche ich gar nicht ganz so viele Lampen. Kann ich meine Kopflampe gleich erstmal ausschalten. Hier mein Abfluss. Es sieht auch verdammt trocken hier unten aus. Aber wir sind nicht die Ersten. Gut. Habe ich jetzt auch nicht vermutet. Bin froh, dass ich überhaupt den Zugang gefunden habe nach langer Recherche. So, ich denke mal, ich werde Kamera und Stativ hier mal stehen lassen und mich mit dem Gimbal weiter fortkämpfen, weil das hier ziemlich eng ist. Und da habe ich hier so ein kleines Orientierungslicht, durch welches Loch ich zurückklettern muss. Nicht ganz leicht. Aber es sieht so aus, als würde sich das lohnen. Ah, echt toll. Ich weiß gar nicht, wie ich das Video schneiden soll. Ich möchte da eigentlich gar nicht ganz so viel rausschneiden. Sonst habt ihr gar keine Vorstellung, wie riesig das hier alles ist. Ich meine, ich habe es bisher auch nur auf einer Karte gesehen, die ich jetzt dooferweise nicht mit habe. Und mit Internetempfang ist ja unten nun mal nichts. Aber hier kommt der breitere, ausgebautere Teil. Da stand auf der Karte irgendwas von Tanks. Das könnte das hier sein. Da sind wir hergekommen. Und da könnten wir mal gucken gehen. Ich mir mal als Orientierung hier ein Blech hin, weil das hier sehr identisch alles aussieht. Da ist auch noch Verbruch, da gucken wir gleich mal. Jo. An dem Blech hier orientiere ich mich. Daher muss ich zurück. Mein Licht sieht man da hinten gar nicht mehr. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oh, Notausgang, Exit. Ja, soweit hätte mein Englisch auch gerade noch gereicht. Auch ohne Übersetzung. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe,
ging es da hinten dann zu einem anderen Ausgang, der von außen verschüttet ist. Das könnte man ja mal gucken, wie das von innen aussieht. Schon cool, wie die Farbe hier reflektiert. Einfach Wahnsinn. Und echt super erhalten. Also kein Müll, keine bisschen Graffiti war vorhin da, aber nichts groß verschmiert. Daher werde ich auch den genauen Eingang nicht bekannt geben. Damit das nach Möglichkeit auch möglichst lange so bleibt und möglichst wenig hier unten reinfinden. Grobe Richtung kann ich ja sagen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, müsste es rechts Richtung Lüttmaßen der Ausgang sein und links nach dem Godelheimer Stollensystem weitergehen. Aber ich gehe mal rechts, das ging nicht, glaube ich, noch nicht so weit, weil meine Zeit auch jetzt begrenzt ist. Ich muss den ganzen Weg ja noch zurück. Nicht, dass mein Zeitlimit abläuft und mein Kumpel Alarm schlägt und man vergisst hier unten immer schnell die Zeit. So atemberaubend, faszinierend wie das ist, und man bekommt einfach nicht mit, ob es draußen regnet, schneit, stürmt, Sonne scheint. Auch so von der Bausubstanz her richtig trocken. Gut, hier und da ein bisschen Feuchtigkeit, aber lange nicht vergleichbar mit Grube Porta und die sind gar nicht ausgebaut, aber hier kann man doch schon gefahrlos drum rumlaufen eigentlich, oder relativ gefahrlos, wenn man so eine Bank, wenn man sich nicht verläuft. Aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass hier irgendwas einstürzt oder einkracht. Bisschen Putz abgeblättert, aber sonst könnte man das Ding eigentlich so wieder in Betrieb nehmen. Abgesehen von dem Zugang. Den müsste man natürlich von draußen mit dem Radlader freischaufeln dann. Aber gucken wir uns erstmal an, wie da sowas von innen aussieht. Der ist nämlich hier. Ich meine, dass das der Richtung Lüttmaßen wäre. Ich bin mir natürlich jetzt nicht sicher. Gucke ich zu Hause nochmal auf die Karte drauf. Ja, hier haben wir dann typische Schleuse, die man so kennt. Erst die eine Tür zu, dann die andere Tür auf. Ja. Raus kommen wir hier jedenfalls nicht. Aber das hatte ich auch nicht erwartet. Ja, Strom gab es hier auch mal. Das sieht jetzt nicht mehr ganz so funktionstüchtig aus. Gehen wir aber wieder zurück und gucken gleich noch da. Ich habe noch ein interessantes Loch gesehen, nochmal rein. Und vorne der Verbruch, der sah auch richtig spektakulär aus. Also hier lohnt es sich auf jeden Fall nochmal wiederzukommen mit mehreren Leuten, mit einem höheren Zeitlimit, um die Anlage hier komplett zu erkunden. Ist auf jeden Fall wieder komplett anders, als ich es mir vorgestellt habe. Gut, der Bielenberger, das Bielenberger Stollensystem, das ist auch noch ein bisschen entfernt. Aber da gibt es wohl direkten Zugang hiervon zu. Und das soll natürlich sehr verbrochen, marode und kaum noch zugänglich sein. Und ich hatte mit die Erwartung, dass das hier nicht wesentlich besser ist, aber ausgemäuerte Gänge, das ist echt beeindruckend. Ich bin immer, weiß gar nicht, was ich euch so richtig erklären soll. So fasziniert mich das, dass man hier eigentlich nur durchgehen möchte und genießen möchte. Und ist schon einfach, ja, unbeschreiblich. Kommt wahrscheinlich auf dem Video gar nicht so rüber. Da muss man einfach selbst hier unten sein und die Atmosphäre genießen. Und mit mehreren wäre es natürlich noch interessanter und informativer, wenn jeder zu
schon in anderen Sache was erklären kann und zeigen kann. Die Rohre dienten wahrscheinlich mal zur Belüftung. Da hinten ist das Loch, wo wir noch reinleuchten. Wenn ich die Karte wieder finde, noch euch gleich reinbedeln. Schneiden muss ich das Video eh. Dann könnt ihr in etwa euch mal eine Vorstellung machen, wie das aussehen könnte. Zugänge bleiben natürlich geheim. Jetzt muss ich wieder klettern hier. Mit einer Hand gar nicht so leicht. Oh ja, da würde es auch nochmal weitergehen. Und ich leuchte mal rein mit euch. Das könnte der Weg zum eigentlichen Bielenberger Stollensystem sein. Und da wird das auch passen, dass hinter uns der Ausgang, der verschüttet ist, liegt. Dann gucken wir uns da hinten, geht's zurück. Gucken wir uns da noch kurz den Verbruch an. Und ob meine Lampe noch leuchtet. Aber ich bin mir relativ sicher, dass wir uns nicht verlaufen haben, sondern auf den richtigen Weg hier sind. Jetzt heißt es wieder klettern. Ja, und da hinten ist das Licht. Ja, Kameraführung ist ja wieder nicht so ganz leicht und die Lichtverhältnisse sind natürlich auch nicht die besten, aber hier unter Tage ist nun mal alles etwas anspruchsvoller. Hier geht noch rechts Gang hin, könnten wir mal eigentlich noch mal reingucken. Ja, so wie es hier ist, so ähnlich sieht es dann auch in der Grube Port aus. Natürlich noch ein bisschen verbrochener und ein bisschen feuchter. Das sieht hier alles noch verdammt gut erhalten und stabil aus. Die Steine sehen auch nicht so aus, als wenn die von oben kommen. Hier haben wir noch alles Gitterrost. Keine Ahnung, wie das hier hinkommt. Und was das hier mal genau war. Angeblich wurde das als Testanlage gebaut hier, aber warum dann Teil ausgebaut sind und manche nicht, keine Ahnung. Ja, hier rechts, da sehen wir den Teil, wo wir eben drin rumgelaufen sind, der ausgebaute Teil. Hier ist es ja nasser. Versuche euch das mal zu filmen. Da kann man jetzt sehr gut erkennen, wie dann einfach die Bunkeranlage in alten Stollensystem reingebaut worden ist. Also sprich, der Stollen einfach ausgemauert worden ist. Und wie groß der Tunnel vorher war. Ich filme hier einmal eine Runde. Ich hoffe, man kann es sehen. Das wird in Deutschland sehr oft gemacht. Einfach alte Abbaugebiete oder Stollensysteme dann umgebaut zum Bunker oder erweitert zum Bunker. Auch wieder schön ein Glitzern hier. Dann gehen wir wieder zurück. Ein Stück. Da hinten gab es nämlich auch noch ein paar spannende Gänge. Ja, das ist Grube Porter Feeling mit der Matsche. Aber gehört nun mal dazu. Dass man hier nicht sauber wieder rauskommt, das sollte eigentlich jedem bewusst sein. Da ist das Gitter wieder
Dann sind wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Wie gesagt, alleine laufe ich jetzt auch nicht ganz so weit hier rein, weil hier ist echt die Gefahr, dass man sich verläuft, viel zu hoch. Sieht alles so identisch und gleich aus. Aber nach der Kurve rechts müssten wir unseres Licht wiedersehen. Jo, passt. Und dann gab es hier vorne nämlich noch einen Gang. Gucken wir da mal noch ein paar Meter rein. Und kommen auf jeden Fall noch mal mit mehreren Leuten wieder, um die Anlage komplett zu erkunden. Das lohnt sich nämlich auf jeden Fall. Ich kann im Moment nicht abschätzen, wie groß die ist, aber wahrscheinlich nicht ganz so groß wie ein Porter. Das geht ja vom Berg alleine gar nicht, weil der schon kleiner ist, aber trotzdem, glaube ich, sieht man hier an einer Nacht oder einem Abend nicht alles. Hier liegt ein Teller. Zumindest Reste. Keine Ahnung, welche Firma oder Marke das ist. Ob wertvoll oder nicht. Aber in dem Zustand sowieso nicht. Außerdem gibt es hier eine goldene Regel, die besagt, alles was im Berg ist, bleibt auch im Berg. Hier schon ein bisschen eingestürzt vom Honda. Da bleibe ich jetzt mal weg. Aber links geht es auch noch wieder weiter. Wie gesagt, ganz so weit möchte ich jetzt hier allein nicht reingehen. Das. Ja, ich will nicht sagen, dass man Angst hat, aber es ist doch schon ein komisches Gefühl, so allein unter der Erde so weit. Und ja. Ich habe keine Angst, aber es ist doch schon respektvoll. Also ich fühle mich auf jeden Fall wohler, wenn man mit mehreren Leuten einen hat zum Unterhalten, weil hier unten ist ja komplett abgeschieden von der Außenwelt. Man hört nichts, man sieht nichts. Und Internet und Handyempfang hat man schon mal gar nicht. Hier ist eine Sackgasse. Einfach atemberaubend. Dann machen wir uns mal wieder auf den Rückweg. Ich bin mir gerade unschlüssig, ob man erst hier noch mal rein sollte oder eigentlich hatte ich dies hier auch noch ein Projekt mit Grube Porter vor. Kameraprojekt, also mit Team und Videos machen da unten. Gibt es zwar schon einige von, aber vielleicht sollte man doch hier erst wieder nochmal herkommen, weil hier waren noch nicht so viele drin und man weiß ja auch nicht, wie lange der bestimmte Zugang da offen bleibt. Aber irgendwas werden wir dies Jahr auf jeden Fall nochmal machen. Blick auf die Uhr sagt mir auch, dass ich mich jetzt auf den Rückweg machen muss, wenn ich nicht mein Zeitlimit überziehen möchte und das will ich auf keinen Fall. Da hinten steht mein Kamerastativ mit Licht. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie ich das Video schneide. Ich werde vermutlich so wenig wie möglich rausschneiden, um euch einen möglichst guten Eindruck zu vermitteln, wie groß die Anlage hier wirklich ist. Und ich würde sagen, Fortsetzung folgt. Das soll es von mir soweit heute gewesen sein.
Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Eurer Hypno-Hilke.